Ich habe nicht drauf geachtet, was kommt, also kommt jetzt Pantimimi in den Kampf. Ein ja. Level 5, ein Level 10 Habitak. Mal gucken, wie das mit einer Unheilsbö zurechtkommt. Oh, hat keine Wirkung. Ich bin, ah ja, scheiße, das ist normal Pokémon. Oder? Jetzt fühle ich mich dumm. Was? Wieso das? Scheiße, oh, das war geil. Mal schauen, wie es damit zurechtkommt. Oh, das hat keine Wirkung. Ups, da gibt es eine Konfusion. Upsi. Pure Verwirrung, ey. Hallo, 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 hallo. Willkommen, willkommen. Folge 9, genau. Let's Solic. Go. Für uns ist eine Woche her, für euch auch. Nein. Obwohl nicht mal ganz, ne? Doch, für uns ist über eine Woche her. Wir haben Mittwoch vor einer Woche. Ja, doch. Ja. Was für ein Pokémon hatte ich denn? Fühlt sich länger an, tatsächlich. Ja, definitiv. Tauberer, Dragon-Type, Nokia. Achso, hier hinten kommt man wieder rum, geil. Pantimimimi. Also theoretisch haben wir hier einen Angel-Encounter, ne? Oder nee, das war ja die gleiche Route. Ah nein, das war die gleiche Route, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist Route 205, ja. Ja, das ist sad. Aber wir haben ja viele Angler, gegen die wir kämpfen können. Wollen wir gegen die kämpfen? Ich brauche das Geld, glaube ich. So ein paar Level wäre doch gar nicht verkehrt, oder? Warte, wer braucht ein Level? Dass ich mein Knilz nicht mehr habe, das hängt übrigens immer noch nach. Oh nein, das Knilz. Das wäre cool geworden. Oh, warte, gegen den habe ich ja schon gekämpft, Leute. Die Todes- ich auch. Ah, gegen den zweiten aber noch nicht. Ah, die Spannung. Oh, ja. Wowie. Ah, ja, nur ein Pokémon, okay. Todesangler. Ein Noctian. Okay, Angler des Todes. Das ist machbar. Haspiroar. Oh, oh. Schnell. Ja. Schnell, so, Trainer, nein, Fischer besiegen machen wir jetzt. Ja. Wenn ich musste bei mir ein Rickroll-Video, das Rickroll-Video muted oder sowas rein. Ja, gute Idee, sowas mach ich. Wow, Frustration zieht so viel ab, Digga, was ist hier los? Alter, was ist denn da los? Auf dein Pikachu auf, ja? Es ist ja. Ein sehr frustriertes Haspiro anscheinend. Offensichtlich. Oh, ich glaube, ich gehe da mal lieber auf Palkia, würde ich sagen. Oh Gott, der nächste Angler hat 6 Pokémon, Leute. Digga, das ist doch nur Carpador gewesen. Ist das jetzt das Gleiche? Krieg ich jetzt 6 Mal das Gleiche? Ich glaube nicht. 6 Mal das Gleiche? Nee, was? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Warte. Ach, weil der sonst Carpador hat, oder wie? Oh nein, das war ein Fehler. Ich muss weg. Ich glaube nicht, dass er das hat. Warte mal, ich muss mal kurz bei Pikachu heilen. Beziehungsweise, warte, ich tausche direkt. Hier wird nicht geheilt. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst, was er eingesetzt hat, der Trainer. Das ist so. Ich habe so nicht gesehen, dass er Ampharos eingesetzt hat. Ja, ich habe es verpasst. Ich habe ein Level 21 Nokia. Level 21? Alter, ich bin Level 19. Jo, alles klar, geht bei ihm. Ist ja nicht so, als hätte hier jemand einen EP-Teiler, ne? Also. Ja, das hier ist wieder ein Regirock. Mhm. Ja, Regirock nennt sich das, genau. Oder doch Red Rock, nachdem Rich Eyes. Rich. Vielleicht ist es Red Rock. Ah, jetzt weiß ich, es ist Rich E-Rock. Der E-Rock. Rich E-Rock. Fostelka? Warte mal, Fostelka. Das ist der Trick. Fostelka. Wir sprechen die Pokémon jetzt einfach so falsch aus, dass wir keine Lust mehr haben, uns zu korrigieren. Stahlkäfer. Das wär's. Da bin ich mit Wasser doch gut bei, ne? Let's go. Okay. Ich hasse dieses Stalker. Pass auf nicht, dass es explodiert, ne? Ich habe ein Allus. Ich glaube nicht, dass es mir so viel Damage mit Explosion macht. Es ist nur Level 10, ne? Ja, das auch. Alter, Knocker, der hat ja richtig geile Pokémon, ey. Oh, was? Was? Der ist immun gegen Feuerattacken? Warum? Was? weil er eine Ability hat. Oh, also, Weber, Stalus lohnt sich. Das ist Drachenwut. Das musst du dir merken. Achso, hatten jetzt alle die, ne? Ja, ja. Alle Stalos haben die dann. Oh, wow. Geil, ne? Stalos voll gut hier. Megatross. Was, das bezieht sich auf alle Stalos? Also in meiner Version. Ihr habt ja andere Effekte, ja. Krass. Ja. Megatross, let's go. Deswegen sage ich ja, Glut aber wieder. Ja, der kriegt wieder Glut. Oh, ich hab ein Portrott. Im Gegenteam, aber Portrott. Portrott. Oh, Junge, das Krabbi, ich habe gerade das Krabbi mit einer Aquawelle platt gemacht, die nicht sehr Geduld. Effektiv war. Nice. Oh, Frostelke. Voltenso. Geist Eis, alles klar. Voltenso ist doch kein Problem, oder? Du hast ja beim letzten Mal richtig krasse Sachen überlebt, ne?
Oh Gott, waren das spannende Kämpfe. Oh ja, Alter, das war heftig. Das war Folge, das ist Folge 8, ne? Ich muss ja die Sachen falsch aussprechen. Das ist der Volt Enzo. Der Volt Tensor? Nein, Volt Enzo. Volt Enzo. Nein, der Volt Tensor. Uff. Ich hab einen Let Arking. Let Arking. Jo, Alter, was geht mit ihm? Junge! Egal. Feuerodem, let's go. Kyogre hätte ich auch gern, bin ich ganz ehrlich. Jetzt kann ich korrigieren, das heißt Kyoga tatsächlich. Kyoga. Kyoga, ja. Kyoga. Aber doch nicht im Deutschen, oder? Doch, tatsächlich, ja. Die sprechen das im Anime Kyoga aus. Kyoga? Ich habe auch immer Kyogre gesagt. Und dann habe ich es. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich es da gesehen und da ist so, okay, er heißt Kyoga. Das Kyoga. Ist der weirdeste Name, den ich je gehört habe. Aber das ist doch die englische Aussprache. Was ist denn im los? Ich dachte, sprechen sie ihn auch so aus, ja. Das ist ja lame. Ich habe nicht drauf geachtet, was kommt, also kommt jetzt Pantimimi in den Kampf. Also ist schon ein Pantimos. Pantimimi ist schon OP. Nein, es heißt Es heißt Pantimimi. Pantimimi. Ein Level 5, ein Level 10 Habitak. Mal gucken, wie das mit einer Unheilsböe zurechtkommt. Oh, hat keine Wirkung. Ich bin. Ah ja, scheiße, das ist Norman Pokémon. Oder? Jetzt fühle ich mich dumm. Was? Wieso das? Scheiße, das war geil. Mal schauen, wie es damit zurechtkommt. Oh, das hat keine Wirkung. Ups, da gibt es eine Konfusion. Upsi. Pure Verwirrung, ey. Ursaring. Ich warte auf euch, ja, bevor ich den nächsten Trainer challenge. Oder soll ich den schon machen? Den habe ich schon. Ach so. Da bin ich schon, sorry. Ich rush ein bisschen. Alles gut. Der hat, glaube ich, 4 Pokémon. Sonst 4. Mhm. Ein Finion. Gut gemerkt, ey. Reiter Level 20. Wie lecker. Antikkraft, let's go. Oh, das ist cool. Der hat mich einfach paralysiert. Incoming. Was, Omnibus? Ja. Ich kenne jetzt Antikkraft. Jedes Mal. Ich mach's aber wirklich, immer wenn ich nicht lese, welches Pokémon gerade kommt. In dem Moment kommt so ein Counter-Ding. Das ist so sehr crazy. Gut. Das nennt man Abgeben. Ich hab jetzt nicht gelesen, was kommt. Ich bleib drin. Ja. Du hast, glaube ich, mehr Glück. Sweet. Ja. Schneckmack. Es gibt doch nicht vieles, was mein Palkia countern könnte. Das einzige. Ja, auch Pflanze. Nee, Eis. Drache. Eis. Boden ist gut. Durch Wasser bin ich gegen Eis, also nicht immun, aber normal. Boden ist auch gut gegen Feuer, oder? Ich glaube, Drache ist das Einzige, was mich countern kann, oder? Ich probiere es aus. Ich habe ja dasselbe wie Seedra King. Ich habe ja denselben Type wie Seedra King. Ah. Das heißt, nur Drache. Nur gegen Drache muss ich aufpassen. Geil. I like it. Er hatte jetzt Bisaflor und jetzt hat er Turtok eingesetzt. Was hat er für ein cooles Team? Oh nein, Gähner. Das geil. Hat er noch einen Glurak? Das wäre witzig. Nee. Schade. Gut, dass Kiel ja noch nicht Fee ist. Das hätte mich jetzt was weglassen Lucky, können. Lucky, ja. Feen-Pokémon gibt es ja noch nicht. Ja. Er war ein Ultraschall. Komm erst noch. War auch nervig, ne? Das ist Drachentrainer einfach. Ich spoiler vielleicht ein bisschen, aber bald kann unser Tracker auch Generation 6 und 7. Everything. Ja. Oh, ich habe Item gefunden. Ja, ich bin hochgegangen und wollte die Bären einsammeln. Ah, okay. Das ist aber noch kein neuer Encounter, oder? Nee, es ist ja immer noch. Ja, ist immer noch Route 200. Rosengardie. Bären, nice. Senilbeere. Mit. Senilbeere, was? Genau, die Senilbeere. Das Ziel für heute, einfach alles falsch aussprechen. Die Aren-A-Beere. Aren-A-Beere. Ja. Nein, ich will nichts pflanzen. Oh, Pflanzen. Eine Pfirsichbeere. Die habe ich auch. Pirsif, oder? Ja, aber ich dachte, wir sprechen alles falsch aus. Ach so. Und eine Senilbeere. Senilbeere. Und noch eine. Schön. Ist links was? Das könnte auch mit einem Item ausschauen. Oh, nee. Hey, hey, stimmt. Ja, habe ein Hidden Item gefunden. Das ist zur Hölle. Oben im Eck bei den Bären. Ja. Da ist so eine leere Fläche. Der zieht ja einfach sein Pokémon zurück. Der hat sein Pokémon zurückgezogen? Nein. Ja. Oh, ich habe eine Sanftglocke. Das machen die voll selten eigentlich.
Ich würde dir empfehlen, auf Nokia zu... Warte, das Nokia ist unzerstörbar. Der ist nur Level 10, selbst wenn der explodiert, was soll schon passieren? Der explodiert auf jeden Fall. Dragon Type hält das bestimmt aus. Warte. Guck mal, den 60 Leben Dragon Type. Wobei Taubal auch mit 63 Leben echt weit ist, ne? Die Frage ist, wie viel Spezialverteidigung die Jungs und Mädels haben, ne? Das kann ich ja auf Info machen. Das sind zwei Jungs. Warte mal. Gericht. Funkensprung, Ladefunk, Tackle, Ultraschall. Es kann noch kein Finale. Ja, dann ist ja wurscht. Aber Explosion. Nee, auch das nicht. Es kann nicht explodieren, tatsächlich. Aber ich tausche trotzdem, weil ich nicht geelektroschockt werde. Das lernt es erst ab Level 29. Und Finale ist physisch? Aber Nokia ist auch Flugtyp, ist oder? Das mit? Physisch? Warte, ich kann ja Bericht gucken. Nee, oder? Ist Boden. Nokia ist Geist. Boden-Drache, wow. Boden-Drache. Okay, ja, aber dann let's go. Das ist doch der Witz mit dem Drachentrainer, dachte ich. Achso, das ist. Ladevorgang, oh. Ja, das kriegst du aber hin. Sandgrab. Ich bin jetzt immer der mit den spannendsten Kämpfen, habe ich so das Gefühl. Ja, voll unfair. Ladevorgang. Oh nein. Ja gut, das macht ja aber nichts. Ich bin immun gegen Blitzattacken. Elektro. Ja, richtig. Oh komm schon, Nokia, was ist denn los? Das? Oh, Ultraschall, oh mein Gott. Nee, das heile ich lieber. Ja. Normaler Trank macht nur 20, oder? Das bringt wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ja, normaler Trank macht nur 20. Ich glaube, aber wenn du der Ladevorgang machst, ist das okay. Ja. Meinst du? Würde ich jetzt mal tippen. Und wenn es Ultraschall macht und krittet? Ultraschall kann nicht kritten. Das ist der Vorteil an Fixed Damage. Groß. Weg damit. Oh. Ich dachte, du hast dir normalen Dings gegeben. Okay, ja, Tackle eingesetzt. Tackle 3 Schaden. Okay, jetzt kann ich durch Ultraschall sterben, das heißt jetzt heilig. Mach Finte. Du bist schneller. Okay. Finte verfehlt nicht. Oh, war flink Klaue, oder? Nee, ich glaube, es hat sie immer nur gefreut, oder? Ja, ich glaube auch. Also Nokia, den gefällt das richtig gut. Der freut sich immer die ganze Zeit. Sie macht immer dieses Puck-Puck-Pling. Ja. Ich habe eine Sanftglocke gefunden. Ja, mit 22. Kann ich Sonnenstein verkaufen? Ist der viel wert? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 1050, I guess. Ach, Dick, da kommt wieder. Dann kommt jetzt wieder Tauberle. Tauberle. Dick da. Tauberl. Ich dachte, wir sprechen nur das falsch aus. Tauberl, du bist dran. Tauberle. Ich stehe hier vor dem anderen Item. Ja, ich warte auch. Ja, warte. Und auch Level 22. Ach, Weber. Weil er die spannendsten Kämpfe hat. Windhose. Was ist Windhose? Wow. Das ist eine Drachenattacke. Mhm. Oh, was? Okay, Drachentäter. Die muss ich nehmen. Ich glaube, Trattini hatte das, oder? War das nicht so ein Trattini-Move damals? Ja, ich glaube schon. Scheiße, Wirbelwind. Wieso kannst du Wirbelwind? Ja. Das ist ja useless. Kann ich wegmachen, oder? Ja, Wirbelwind kannst du sowas von wegmachen. Das vergesse ich mal direkt. Kannst du vergessen, die Attacke. Ja. Nicht nur in einer Hinsicht. So, warte, ich heile aber noch kurz meinen... Dein Nokia? Oder ist da ein Pokémon Center? Mein Lugia, ja. Nee. Nee, noch ist keins da. Dann kann ich mal die normalen Trink einfach reinhauen. Davon habe ich ja noch so. Ja, die brauchen, die sind im Kampf eh nicht mehr so sinnvoll eigentlich. Ja. Kann man gut einer außerhalb geht noch hier. Heilen. Muss ich lang nach unten? Nach unten, da ist ein Item, dann können wir das gemeinsam machen. Ja. Und dann ist oben noch ein Hidden Item. Und? Indigo-Stück. Eine Heilpuder. Riesenperle ist Money ohne Ende. Money. Also, ihr habt das Money-Glück, ich hab das EP-Teiler-Glück. Ja, das stimmt. Genau, und da oben im Eck, diese eine freie Fläche, da ist ein Hidden-Item. Genau. Das kannst du auch noch holen. Sonderbonbon, hey, das ist ein echtes Sonderbonbon. Wow. Ein echtes, ja. Das kannst du verkaufen, Weber. Ja, eins darfst du verkaufen. Beziehungsweise, du dürftest ein Pokémon jetzt ein Level höher machen. Yay. Also das ist ja ein offizielles Sonderbonbon. Ein offizielles Sonderbonbon. Lizenziert, da ist so ein Nintendo-Bubball dran. Ja. So mit dem kleinen R oben in der Ecke. Ja. Ewige oder TM. Registered, ey. Ewige Wir sind vor der Schwelle. Die Schwelle? Ach so. Neue City. Neue Pokémon. Ich geh schon mal rein und healen, ne? Ja. Gut, dass du alle deine Tränke eingesetzt hast. Ja. Weil Stefan sagte, ja, die Stadt ist noch ein bisschen. Ja, sorry, ich muss zugeben, ich spiele zum ersten Mal Diamant und Perl, aber ich habe schon Dings gespielt, durchgespielt.
Schillernde Perle. Hm. Naja, ist jetzt auch nicht so ein finanzieller Ruin, der zwei, die zwei kleinen trinken. Nee. Ist da der Fahrradladen? Oh ja, da ist der Fahrradladen. Oh. Bike. Ich hab was encountered. Oh nein. Oh, ist das ein Pokédex? Ja. Du hilfst bestimmt Professor Eibe. Wie heißt du denn? Schön, hallo. Spieler, dein Name werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia, ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Vor ihrem Team habe ich jetzt schon Angst. Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertypischen Pokémon. Ich habe Cynthia richtig ausgesprochen. Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja ein ähnliches Pokémon. Nimm das hier mit, es wird dir sicher nützlich sein. VM01 erhalten. Oh. Was war das nochmal? Zerschneider. Das Zerschneider kannst du auf deiner Reise verwenden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex auffüllen zu können, weißt du. Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Yay. Danke, oh sind ihr. Sind ja. Sind nein. Wollt ihr einen Funfact über diese Statue wissen? Auf jeden Fall. Okay, das ist sprite-technisch so gut gemacht, dass es sowohl Palkia als auch Dialga darstellen könnte. Je nachdem, wie man sieht, ist es ein Dialga oder ein Palkia. Und deshalb stehen, glaube ich, in beiden Editionen auch die gleichen Statuen. Weil je nachdem, wie du siehst, kannst du beide Pokémon drin erkennen. Oh, ja, jetzt, wo ich das bei dir so sehe, ist das tatsächlich dieselbe Statue. Oha. Genau. War dann leider im strahlenden Diamant nicht mehr der Fall. Fand ich ein cooles Easter Egg. Sehr sad, dass es halt. Da mussten sie sich ein bisschen was anderes überlegen. Ich verkaufe jetzt ein Sonderbonbon. Achso, ja, wir gehen zum 2400, let's go. Ja, Sonderbonbons bringen. Theoretisch können wir da jetzt wieder einkaufen. Oh! Ne? Warte mal. Wie viele Bälle Gott, wir haben Elve genau einen Encounter hier, ne? Ja. Da ist Wasser. Ich bin jetzt noch beim Shopping. Oh ja, Shopping, gute Idee. Die verkaufen nur normale Bälle trotzdem. Ich kann Domfossil kaufen. Was? Nimm das. Oh mein Gott. Safari bei null. Nein. Das sind günstige Superbälle, ne? Und los geht's, 99. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, I guess. Was hab ich? Soll ich nochmal 99 holen? Okay, hier. Nein. Ey, übertreibst du nicht. Warte mal, ich hab Scheuchrauch, Flinkklaue, Drachenzahn und Blattstein. Warum krieg ich nur Kacke? Okay, ich hab deine EP-Teiler gefunden. Sag, bist du. Eine Grindobeere, was ist das denn? Meine Flinkklaue kostet nur 100. Ich nehme mal 5 mit. Sehr gut. You never know, ne? Oh, Wurzelfossil. Ne? Soll ich das auch noch kaufen? Also ich habe das Domfossil gekauft, weil Kaputo. Ich hätte auch gern Fossil. Verdammt. Damit wir die linken könnten. Ja. Da sind das jetzt Toten bei uns, oder wie? Ja, genau. Ach so, ich kann da mehr als eins verkaufen. Ja gut, aber das nützt, bringt ja nicht so viel. Nee, ich kaufe nur eins, ja. Schon mal. Aber es gibt noch keine Superbälle. Das sind alles noch Pokebälle. Ich hab Superbälle. Das Safari-Bälle. Du? Ja, die sind so stark wie Superbälle. Tatsächlich. Aber sehen nicht so schick aus. Was ist eigentlich ein Popo-Stück? Ich glaube, das kannst du auch verkaufen. Ich meine, ich kann das auch kaufen. Was ich so verkaufen kann. Glaube ich auch ein bisschen was. So, ich hab gehört, wir machen danach den Encounter. Ganz spannend. So. Sandglocke. So, da ich kein Geld mehr für Pokebälle brauche, hole ich mir jetzt ein paar mehr Supertränke. True. Oh, und Gegengift habe ich auch fast keins mehr, glaube ich. Das sollten sie gesagt. Ich brauche auch nochmal 10 Stück. Weil mein Feuer habe ich gestaffelt. Indigo Stück. Sehr geil. Medizin habe ich ganz gut. Okay, aber das bedeutet ja jetzt, du hast für immer umsonst Pokebälle, Superbälle, ne? Ja. Also Superbälle, ja. Das ist richtig. Ah ja, ich habe ja Feuerschlag, geil. Okay.
Okay, Stefan, dein Spiel ist doch nicht so rigged. Auf einmal, ich verstehe schon. Auf einmal. Wo ist denn der Encounter, den wir holen können? Muss ich auch erst zu der Stadt? Nach rechts. Hin, nach rechts, okay. Okay, zur Schneider kann jeder bei mir lernen. Das ist schon mal ja, gut. Ich habe volle VM-Kompatibilität eingestellt. Ach so. Ja. Das ist nice. Ich glaube, du musst tatsächlich über die Statue gehen, ne? Ja. Ja. Warum ist ein Item? Wie kommen wir da hin? Über zur Schneider. Ach so. Aber haben wir den Orden dafür schon? Ich glaube nicht, ne? Nee, dafür brauchen wir erst den zweiten Orden hier, ne? Ach hier, wer hatte den letzten, warte mal, wer hatte den letzten Encounter eigentlich? Das frage ich mich auch gerade. Schreibt's in die Kommentare. damit wir es gleich wissen. Aber wir haben alle drei dran. Wer hatten zuletzt geangelt? Ich weiß nicht mehr. Sonst müssen wir jetzt schnick, schnack, schnuck machen. Gute Frage. Soll ich mich opfern? Kurz, ich kann auch kurz nachgucken. Also bin ich dran, let's go. Ja. Ich werf meine Angel aus. Oh, du hattest dich noch so gefreut. Zeig mal eine Route rein. Ich habe ein Pokémon geangelt. Okay, das heißt, wir können angeln. Ja. Also let's go, Luis, was ist jetzt dran? Krabbock! Was zur Hölle ist das? Krabbock, let's go! Krabbock? Das ist sehr selten tatsächlich. Das ist Geist und Licht. Mhm. Ist ja unfair. Warte mal, wie schwäche ich das denn an? Du beißt nichts an. Finte. Ah. Ist das ja nur Level 6, oh je. Ja. Da musst du jetzt aufpassen. Hätte man mal Safari-Bälle, ne? Wartest du auf Louis? Bis Louis hat? Kann ich machen. Also ich angel wieder ganz lange, weil bei mir nichts anbeißt. Ja, ist gut. Ja, bei mir auch nicht. Ich glaube, ich hab's geangelt. Okay, Spannung! Let's go! Bei Weber beißt nichts an. Ich glaube, der See ist leer. Ein Wegel! Wartet, was? Wartet, das ist Wasser first, ne? Wasser first? Ich weiß es nicht, weil bei Flug-Pokémon ist das Problem, dass es fast keine First-Type-Flug-Pokémon gibt. Ich gehe unten angeln, da klappt das bei euch auch. Nee, auch nicht, Wingulis, okay. Wingulis, Wasser first. Oh nein, schade. Und Suizun wollen wir natürlich nicht aufgeben. Weil, ja, deshalb die Frage, wie man das jetzt rechnet, weil wie gesagt, es gibt fast keine First-Type-Flug-Pokémon. Ich meine, sogar Taubsi ist First-Type-Normal und nicht Flug. Ja, genau. Also, deswegen, das habe ich ja schon mal angesprochen. Wir können auch, wenn ein Pokémon Flug ist, wir können das jetzt auch sagen, das ist ein Flug-Pokémon. Genau wie bei Taubsi. Weil es gibt ja keine. Es ist geangelt. Okay, wir warten noch kurz und... aber ist eh ein Feuer-Pokémon. Also da hat sich's eh erledigt. Ja. Ja, da müsste er nämlich seinen Dragon-Type noch aufgeben. Oh. Dann tun wir es ja trotzdem, ne? Ja, genau. Igelava-lava. Ich werfe jetzt einfach einen Premier-Ball auf das Kopf. Hat das schon 20 HP? Oh Gott, das ist Level 5, ne? Ja, ich glaube, ich kann einfach Bälle werfen. Bist du nicht geheilt? Ich habe hier meine 198 Safari-Bälle. Igelava. Level 5. Wie nennen wir den Wingul? 0. Steven Seagal. Also wenn du Pech hast, hat es genau 20. Na, dann lass ich's lieber. Ja. Du kannst ihn einfach Steven nennen, dann hast du's. Oh ja. Steven finde ich gut. Steven fällt. Okay, Steven. Steven Seagal. Eieiei, Igelava ist. Steven. Ich glaube, das kriege ich aber auch nicht geschwächt, ne? Macht Dragon-Type weniger als 20 Schaden mit Glut? Ah, weiß ich nicht. Nein, ich lass es lieber einfach. Du bist schon ein ziemlich hohes Level. So ein Trugschlag wäre jetzt nice, ne? Ja, also das ist nämlich schon ein cooler Move für Pokémon-Fang. Aber du kannst auch einfach Safari-Bälle werden. Ja, du kannst es aussitzen. Kostet dich ja nichts. Ja. Du kannst es nicht aussitzen. Gucken, wer den längeren Atem hat. Zur Not kaufe ich 200 neue. Ich hab's. Sogar mit einem Premierball. Ja, oder? Das ist der dritte gewesen oder so. Schick. Also. Ja, da geht was nicht mit richtig. Ja, warum kriege ich eigentlich keine Premierbälle als so guter Kunde? Und? Weil du die nur kriegst, wenn du Pokébälle kaufst. Let's go. Stark, sehr schön. Wie nenne ich dieses Krippuck? Was ist Krippuck? Oh, gute Frage. Ich finde ja, das klingt ja wie diese Krabbenchips. Die heißen doch Krippuck, auch. Ja. Krippuck, ja. Ich nenne es Krabbe. Krabbe. So. Ein Krabbenchip. So, ich meine jetzt. Welches Krabbenchip auch? Ein Krabbenchip, das wäre noch epischer. Mr. Lava. Mr. Lava.
Nein, Krabbenchip geht nicht. Oh das mein Gott, ich schreibe es schlecht. Ich schreibe es schlecht mit einem B. Wenn du so einen Sound jetzt einfügen könntest und Mr. immer wenn Lava, du in den Kampf. Ja, immer wenn du in den Kampf kommst, so Mr. Lava Lava. Wenn wir den Dings rein, wenn ich mir das merke, kann ich das machen. Krabbenchip. Aber er landet ja jetzt leider eh erstmal das Box, ist richtig. Ne? Korrekt. Auf zurück zum Pokémon Center. Er landet jetzt leider so. Erstmal wieder auf Mr. Lava im Team. Mr. Lava Lava. Mr. Eagle Lava. Mm. Wollen wir den anderen Encounter auch noch machen? Ja, würde ich sagen. das ist dann ja. Meiner. Nee, meiner. Ist es denn meiner schon wieder? Ja, weil ich angefangen habe. Crazy, korrekt. Okay. Team Pokémon. Auf jemandes PC. Hacken wir dann eigentlich immer. Ja, wir hacken uns da immer rein. Glaube ich auch. Lagern. So. Hui. Fröhliches Hacken und so. Ja. Was ein Hack-Mack. Happy Coding. Aha. Das Hack-Mack. Ja. So, ist das jetzt auch in der richtigen. Oh, im Himmel. Im Himmel. Schon. Calimero ist im Himmel. Oh, Grip, Entschuldigung. Calimero. Ist immer noch mein Fehler. Soll ich schon encountern oder noch warten? Ja, leg los. Muss meine Fehler Bank warten. Sieht richtig gut aus. Da oben sieht das so aus, als ob dort Items okay, Spannung, werden. Ja. Oh, ich habe gar nicht geguckt, welche Passive der Eagle Lava hat. Ein Finnhorn-Tor. Ich hätte zwar lieber Frostetche, aber ist okay. Verstehe ich. Eisgeist ist eine richtig geile Kombo. Mhm. Wo, auch rechts der Encounter? Wo gehen wir hin? Ja, rechts die Route 211. Ah, einfach ein Stück weiter. Ja. Ich bin verwirrt. Wir trugschlagen den. Ja, ach, ja das hättest du mit Frostetje zum Beispiel nicht machen können. Ja, so. Starweber. Gehst du das. Rein? Okay, ey, los du. Geht's. Tja, die Sekundärreihenfolge ist auch nicht so doch, wichtig. Doch, die ist wichtig. Ja, okay. Oh! Nein, Ariados. Ariados. Woo! Weil der Entwicklung von Webberack. Cool. Wenn du es kriegst, musst du es Webberack nennen. Ja. Ganz klar. Also ich hab's. Und? Was? Oh mein Gott. Holy. Stark. Rihornio. In Rihorn. Das hat bestimmt über 20 Leben, oder? Ariados? Level 13? Ja, Level 13 auf jeden Fall. Bist du sicher? Meint ihr, ich krieg das mit einer Antikkraft? Weil das ist ja Viertel nur? Ich glaube. Damit kriegst du geschwächt, oder? Bist du sicher? Es ist ein Viertel, es ist ja Steinboden. Ja, mach Ultraschall. Oh. Das ist Level 13. Oh, wow, das kann ja fast noch ein zweites sein. Also nochmal. Na, aber lieber nicht. Obwohl es ist noch nicht gelb. Technisch gesehen heißt das, wir sind noch über der Hälfte. Ja, das ist richtig. Du bist dann noch über der Hälfte. Nicht genau auf der Hälfte, sondern über der Hälfte. Rückschlag wäre cool. Ich krieg Herzrasen. Okay. Oh, close. Okay, Blutsauger. Also, ich probiere einfach mal eine Antikkraft, oder? Ist ja ein Viertel Schaden. Bin am Tor. Wir wollen nicht, dass Schaden? Du den kriegst, das ist zu gut. Ja. Viertel Schaden. Zu OP. Easy. Stark. Und ich. Oh nein, das krieg ich genau jetzt, krieg ich den Omnibus. Was soll das? Alter, nee! Den kann ich ja gerade gar. Oh, es hat Stampfer, nice. Warte, kriegen wir das in die Teams rein? Du bist Eis? Ja. Mhm. Wow. Du hast nice. Kein Käfer-Pokémon, ich habe kein Gestein. Oh, warte, ist Rihornio erst Boden? Oh. Oder ist es erst Gestein? Ich glaube, es ist erst Gestein, oder? Was ist dein Boden-Pokémon? Mein Tritophant, mein. Oh, nein, ja. Es ist First Boden! Oh, RIP. Und da hängt Suizun dran. Ariados. Nein, mach's gut, Pianotto. Nein. Oh, ab in die Bank. Ob wir je wieder 5 Pokémon haben werden? Wir werden es nicht sehen. Ich dachte, es ist First Gestein und nicht Boden. Nimm mal ins Blue Eyes, weil es so blaue Augen hat und ein Eis-Pokémon ist. Dann sind wir halt alle Drachentrainer. Blue Eyes, White Dragon. Ja. Yeah. Biberak. Mit CK. Oh! So knapp. Könnt ihr mit Eis machen? Blue Eyes. CK oder nur K, Biberak? Ist das einer? Blue Eyes. Was?
I'm blue. Du wirst doch, Weber, du wirst doch wissen, wie du dich schreibst, oder? Nee, ich, aber mein Nick der wird Weber anders geschrieben als das Pokémon. Ja, das, du sollst ja auch, du sollst es ja auch nicht Weber, du sollst ja deinen Nick nehmen und nicht dein, das Original Pokémon. Ja, dann nicht Webzor. Ey, hattest du nicht auch mal Webarack? Ja, das ist ja der uralt. Das ist uralt, das zählt schon nicht mehr. Ich dachte, oben ist ein Item. In diesem kleinen Hügel. Ja. Ja, das sieht so aus, ne? Da hüpft ein Kind raus. Ja, passt, Webarack. Echt, da hüpft ein Kind raus? Okay. Ja, und will kämpfen. Wo, was, du wurdest überrascht? Ja, von dem kleinen Kind. Ich will auch überrascht werden. Du willst auch überrascht werden? Ich will auch überrascht werden. Das Rihornio wehrt sich gerade noch ein bisschen. Kannst du nicht nochmal? Achso, Antikraft geht jetzt nicht. Ich hatte halt einen Boost, ne? Bekommen. Obwohl, ich könnte es probieren, wenn ich nicht kritte, geht's eigentlich. Ah, ja. Ich probiere es einfach. Ah, ja, ja. Wenn es nicht krittet, passt schon. Oh. Guck mal, passt doch. Das habe ich alles ausgerechnet. Ich muss mich gerade kurz mal ein bisschen healen. Ja. Übertragen. Oder Tafelwasser. So, ich kämpfe jetzt gegen den leider und ich habe das Eis-Pokémon im Team, aber ich werde es nicht einsetzen. Genau so nämlich. 3. Oh, Inkoro. Go. Okay, es will nicht drin bleiben, let's go. Tschüss, Weberak. Geh wieder nicht zu Furienschlag auf den Sack. Hey, wir haben die erste Bankreihe voll. Yay, wow! Mit. Nein, jetzt habe ich wieder nicht gelesen, was kommt. Oh. Mit Bankdrückern. GZ! Das heißt, wir können sie jetzt offiziell behalten. Ja. So. Oh, Elektro-Pokémon wäre auch cool, eins. Oh ja. Mhm. Elektro-Pokémon? Ja. Mhm. Stimmt. Warum sieht das eine aus, wie als wäre dann. Da gibt mehrere Stellen, die aussehen, als würde da ein Item liegen, ne? Mhm. Ein Pokémon-Encounter, gar keinen Bock. Was hätte ich hier noch bekommen? Das hätte ich genommen! Dann hätten wir es ins Team aufnehmen können. Skunkapu. Super, das klingt gar nicht wie ein Ninja, was? Was? Der Typ hat mich einfach überrascht. Das ist ein kleiner Sandhügel. Der Akira. Ich habe eine Erdtafel gefunden. Ah, da oben ist ein Item. Ich tue erstmal mein Pokémon droppen. Holy shit. Ja. Holy shit, Lepomentas, let's go. Lepomentas? Das ist Geist. Nein. Nein? Bodenpsycho. Bodenpsycho? Was ist das denn? Shaymin! Was? Und Shaymin. Ich hätte auch einen Shaymin fangen können! Oh. Weißt du, von allem kriege ich einen Okay, Rihornia hätte ich auch genommen. Rihornia wäre gut gewesen. Ja. Also, ist immer noch gut. Also, falls einer von uns aus Versehen das Suizumpaar verliert, dann haben wir direkt Backup. Das waren normale Psycho-Attacken, waren die gut? Ja, reicht. Nein, nicht sehr effektiv, passt. War normal. Also, ja, aber die Geistattacke hat vorher gerockt, also. Ja. Absol. Absol war dieses nervige Ding, ne? Absol ist Unlicht. Mhm. Oh, ja. Also solltest du Pantimimi auf jeden Fall rausbringen, weil sonst... Absol, Unlicht. Das war gut gegen Unlicht nochmal. Stahl, Kampf, Das war's schon fast. Drache. Drache geht immer. Drache geht immer, ja. Das ist auch meine Mentalität, ja. Drache geht sowieso immer. Bis zur Generation 6 stimmt es auch. Ja. Es gibt eigentlich nichts, was gegen Drache irgendwie... So, und oben war ein Item, ne? Ja. Ja, gegen Drache war... Manchmal Blut lieber. Mal für ein Tor. Oh, da ist rechts eine Höhle. Ich kämpfe jetzt auch gegen diesen Wanderer und dann... Ein Beleber gefunden. Der zählt ja nicht, ne? Den brauchen wir nicht. Kaufen! Ja, du hast das Geld gefunden. Ah, Galagladi. Es liegt einfach auf der. Das Geld liegt auf der Straße, meine Freunde. Oh, Galagladi. Galagladi? Galagladi. Galagladi. Ja, der war im Hosenanzug. Ja. Hosenanzug. Ja, aber ist doch kein Kleid. Einfach so ein Kleid. Ist halt ein männliches. Also von daher. Quapsel mit Sonnenschein, sehr gut. Oh, ein Kadabra, wowi. Aquavelle. Kaboom. Eisheiler. Oh, Crit, ups. Warum scheitert hier meine Flucht gegen zum Finn und Tor? Das finde ich gruselig. Weil das. Ist das schneller als du? Oh, Weber. Nee, du hättest einen Onyx haben können. Das wäre so geil gewesen. Ja, dann hättest du einen Stalos machen können. Cool. Ja, dann hättest du einen Stalos machen können. Mit einem Feuerimmun Stalos dann durchrocken. Ja.
Gehen wir jetzt hier schon weiter, oder? Wir sind schon 37 Minuten drin, ich würde sagen. Ja. Oh, hallo, holo. Dadurch, dass ich auch noch was Freies cutte, passt das. Holo, holo, molo. Oh nein, diesen Kampf gibt es leider erst in der nächsten Episode von mir. Sehr gut. So, danke fürs Zuschauen. Schaut nächste Woche bei Louis vorbei. Nächste Woche machen wir richtig. Ja, gerne. Nächste Woche, ja. Betreten wir diese sehr mysteriös aussehende Höhle. Ja, oh, für den nächsten. Und dann gibt es erstmal wieder Encounter. Also, bis nächste Woche. Tschüss.